Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man sein Twitch-Konto löschen und somit seinen Account dauerhaft am PC und Handy deaktivieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Das Ganze funktioniert am Handy in der Desktop-Version und am PC relativ ähnlich, weswegen ich es zur besseren Veranschaulichung einfach mal am PC zeige. In der App ist das Löschen übrigens leider noch nicht möglich. Deshalb zuerst mal unterhalb des Videos auf den Link Kanal löschen draufklicken, dann kommst du nämlich auch schon zur offiziellen Twitch-Webseite und zwar genau zu den Einstellungen, wo wir auch unser Konto löschen können. In meinem Fall bin ich schon mit dem richtigen Account eingeloggt, das können wir hier auch nochmal bei zu löschen des Kontos sehen. Wenn es bei dir nicht so ausschaut, dann musst du dich hier rechts oben einmal noch dementsprechend einloggen und dann sollte es aber trotzdem wieder genauso ausschauen. Danach können wir nämlich auch schon auf den Button Konto löschen klicken. Im nächsten Schritt müssen wir sicherheitshalber noch einmal unser Passwort eingeben, dass auch wirklich wir selber unser Konto löschen möchten. Deswegen einfach mal das Passwort eingeben und auf den Button Bestätigen klicken. In meinem Fall muss ich jetzt noch einmal bestätigen, dass auch wirklich ich selber das Konto löschen möchte. Deswegen wurde mir ein kleiner Code an meine hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet. Deswegen einfach mal bei meiner E-Mail-Adresse reingehen, den entsprechenden Code kopieren und dann können wir das Ganze nämlich auch schon bei Twitch dementsprechend einfügen. Zum Schluss können wir sehen, dass wir auch schon automatisch abgemeldet wurden und ich denke mal, das hier geht gar nicht eindeutiger. Dein Konto wurde gelöscht und somit haben wir auch die Bestätigung erhalten, dass wir unser Twitch-Konto bzw. unseren Account richtig gelöscht haben. Wenn du übrigens selbst Streamer bist und deine Qualität deutlich verbessern möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken, dann kommst du nämlich auch schon direkt zu Amazon zu den derzeit beliebtesten Streaming-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen noch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.